Bitte gehen Sie weiter! Es gibt nicht das Geringste zu sehen, Leute! Oh, liebe Freunde, es ist mal wieder Zeit für einen Film. Und zwar für einen, der so 80er ist, dass es einem die Freudentränchen in die Augen treibt. Der Actionstreifen Geheimcode Wildgänse von 1984 ist sowas wie eine späte Fortsetzung des Films Die Wildgänse kommen und wartet mit einem Cast auf, der seinesgleichen sucht. Tja, dieser Klassiker wartet nämlich nicht nur mit Namen wie Klaus Kinski und Lee van Cleef auf, sondern wir sehen hier tatsächlich alles, was zu der damaligen Zeit Rang und Namen in der Synchronbranche hatte, erstmals gemeinsam vor der Kamera. Tja, und wenn ihr wissen wollt, was für Ärger Klaus Kinski und Lee van Cleef dem Regisseur während des Drehs bescherten, dann solltet ihr dranbleiben. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der fette Loser im Exil. Und heute habe ich euch einen Actionfilm mitgebracht, dessen Geschichte und dessen Cast ein Fest für jeden echten 80er-Jahre-Fan sein sollten. Ich selbst habe den Streifen erst ziemlich spät entdeckt, aber ich kann euch sagen, dass ich wahre Freudensprünge vollführt habe, als er am Samstag ausgelost wurde. Die Geschichte des Films ist ziemlich schnell erzählt. Captain Robin Wesley schart eine Gruppe von Söldnern um sich, um im Auftrag der amerikanischen Drögi-Fahndung ein gigantisches Hero-Lager zu zerstören, das sich im goldenen Dreieck in Indochina befindet. Damit soll der Nachschub nach Europa und in die USA gestoppt werden. Diese Aufgabe ist für Wesley eine Herzensangelegenheit, da sein Sohn an einer Überdosis starb und in Hongkong beerdigt wurde. Der Auftrag kann schließlich auch erfolgreich beendet werden, doch vor der Zerstörung des Lagers stößt Wesley auf Unterlagen, die auf ein zweites Lager hinweisen. Er schlägt sich mit seinen verbliebenen Männern zum zweiten Lager durch und kann auf dem Weg dorthin einen mit Opie beladenen Zug vernichten, wobei jedoch ein Teil seines Teams gefretzelt wird. Am zweiten Lager angekommen, geraten die Männer plötzlich in einen Hinterhalt und müssen feststellen, dass man ihnen eine Falle gestellt hat. Es stellt sich heraus, dass der Mann, der Wesley für diese Aktion angeheuert hatte, der Geschäftsmann Brenner, selbst der Eigentümer des zweiten Lagers ist und mit Hilfe der Söldner die unliebsame Konkurrenz ausschalten wollte, um selbst den Markt mit Drögis zu beliefern. Nach einer halsbrecherischen Flucht gelingt es Wesley, zusammen mit einer weiblichen Gefangenen und seinem Piloten aus der Falle zu entkommen und das Lager zu zerstören. Wieder im Basislager in Hongkong angekommen, kommt es zur Konfrontation mit Brenner, den Wesley schließlich fretzelt. Bitte entschuldigt diese ungewöhnliche Wortwahl, aber das ist die einzige Möglichkeit, euch solche etwas härteren Stoffe näher zu bringen, ohne von der Zensurkeule erschlagen zu werden. Man könnte jetzt sicher sagen, ja gut, ist ein Söldner-Actioner wie viele zu der Zeit. Aber ich kann euch versichern, die Geschichte hinter diesem Streifen ist noch viel geiler als der Film selbst. Die Entstehung des Films geht zurück bis ins Jahr 1976, als der deutsche Filmproduzent und Regisseur Erwin C. Dietrich, der hierzulande durch Filme wie Ich, ein Groupie, Blutjunge Verführerinnen und Sechs Schwedinnen auf Ibiza bekannt wurde, ein Drehbuch mit dem Titel The Wild Geese auf seinem Schreibtisch fand. Das Drehbuch gefiel Dietrich auf Anhieb und als er sah, dass es von Reginald Rose stammt, der auch das Drehbuch zu Die Zwölf Geschworenen verfasst hatte, stand für ihn fest, dass er es unbedingt verfilmen musste. So entstand dann 1978 der Film Die Wildgänse kommen mit Richard Burton, Roger Moore, Richard Harris und Hardy Krüger, der so erfolgreich war, dass plötzlich eine ganze Reihe ähnlicher Filme in die Kinos kamen, wie zum Beispiel Die Seewölfe oder Das Kommando, in dem Louis Collins die Hauptrolle spielte. Diesen Film vermarktete Dietrich in Deutschland und sah Collins bereits als Hauptdarsteller in einem seiner nächsten eigenen Filme. Und so wurde er als erster fester Darsteller für Geheimcode Wildgänse verpflichtet. 1985 sollte allerdings eine offizielle Fortsetzung zu dem Film Die Wildgänse kommen in den Kinos starten, der einfach nur Wildgänse 2 hieß. Meine Güte, wie soll man denn bei so viel Gänsefilm noch durchsteigen? Na, da kann man den Slogan, ich glaube, ich bin im Film, umtexten in, ich glaube, ich bin auf dem Wochenmarkt. Schon gut, bin ja schon weg. Erwin C. Dietrich begrenzte das Budget für den Film auf maximal 15 Millionen Dollar, die er sich mit dem italienischen Produzenten Gianfranco Cuiumgian teilte.
Dietrich legte Wert darauf, dass er zwar bekannte Gesichter vor die Kamera bekam, aber dieses Mal sollten es keine Stars aus der ersten Liga sein, sondern solche, die ihre besten Zeiten bereits hinter sich hatten und für eine erschwingliche Summe zu haben waren. So konnte der Film am Ende mit Namen wie Ernest Borgnine, Lee Van Cleef, Klaus Kinski und Mimsy Farmer aufwarten. Aber liebe Leute, diese Gesichter waren nur ein Teil des Casts. Die andere Hälfte setzte sich aus Schauspielern zusammen, von denen ihr sonst nur die Stimmen kanntet. Und das sind die verborgenen Highlights des Films. Da Dietrich als Produzent auch stets auf eine hochwertige Synchronisation zu seinen Filmen achtete, hatte er die Idee, die Schauspieler mit den markantesten Stimmen ihrer Zeit aus der Synchronbox direkt in den philippinischen Dschungel zu verfrachten und castete gleich 5 der hochkarätigsten Sprecher der Szene für seinen Film. Witzig dabei ist, dass keiner der Charaktere einen Vornamen zu haben scheint, denn alle werden im Abspann nur mit dem Nachnamen aufgeführt. Der Söldner mit dem Namen Klein wurde zum Beispiel von Manfred Lehmann gespielt, den wir besser als die deutsche Stimme von Gérard Depardieu, Kurt Russell und Bruce Willis kennen. Thomas Danneberg verkörperte den Charakter Arbib. Seine Stimme begleitete uns von den 70ern bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2018 und er war in der Tat einer der meistbeschäftigten Sprecher in den 80ern und 90ern. Er war die deutsche Stimme von John Cleese, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta, Terence Hill, Dan Aykroyd, Rutger Hauer, Nick Nolte, Adriano Celentano und Randy und Dennis Quaid. Stone wurde von Frank Laubrecht dargestellt. Wir kennen ihn besser als die deutsche Stimme von Al Pacino, Pierce Brosnan und Kevin Costner. Dann wäre da noch der Charakter Baldwin, der von Wolfgang Pampe gespielt wurde. Ihn haben wir unzählige Male als J.R. Ewing und natürlich als die deutsche Stimme von Harrison Ford gehört. Als den Geschäftsmann Brenner sahen wir Hartmut Neugebauer, der unter anderem die deutsche Stimme von Gene Hackman, John Goodman und Robbie Coltrane war. Außerdem sprach er William Shatner in Boston Legal, Nemesis in Saber Rider and the Star Sheriffs und Dr. Eggman aus den meisten Sonic the Hedgehog Serien. Wir Kinder der 80er kannten ihn aber vor allem als den Erzähler aus der Klamottenkiste. Doch auch die internationalen Stars wurden mit hochkarätigen Sprechern ausgestattet. Dieser Film ist so wahnsinnig 80er, da kann man nur sagen, die 80er waren Oberaffen-Turbogeil. Jetzt nicht. Lewis Collins, den die meisten von uns sicher noch aus der englischen Serie Die Profis kennen und der neben Timothy Dalton und Pierce Brosnan als Roger Moores Nachfolger für die Rolle des James Bond gehandelt wurde, wurde zum Beispiel von dem fantastischen Randolph Cronenberg gesprochen. Seine Stimme kennen wir vor allem als die von Eddie Murphy, William Hurt, Ryan O'Neill und Willem Dafoe. Lee Van Cleef dürfte den meisten aus den unzähligen Westernfilmen bekannt sein, die er von den frühen 50ern bis in die späten 70er drehte. Er wurde von Michael Chevalier synchronisiert, der auch Charles Bronson in unzähligen Filmen seine unverkennbare Stimme lieh. Ebenso wie Omar Sharif, Oliver Reed, Richard Harris und James Coburn. Ernest Borgnine stand seit den frühen 50ern vor der Kamera und wirkte während seiner Karriere in 112 Filmen und 26 Serien mit, darunter in McHale's Navy oder in Airwolf. Er wurde von Arnold Marquis vertont, den wir auch als die deutsche Stimme von Richard Widmark, Trevor Howard, John Wayne, Kirk Douglas, Robert Mitchum und George C. Scott kannten. Klaus Kinski, dessen Rollenauswahl in etwa so vielfältig war wie seine Launen, spielte den Geschäftspartner von Brenner, Charlton. Er machte keinen Hehl daraus, dass er die Rolle nur wegen der Bezahlung und der exotischen Drehorte angenommen hatte. Seine wohl bedeutsamsten Rollen spielte er in den Filmen des Regisseurs Werner Herzog, mit dem ihn eine regelrechte Hassliebe verband. Seine deutsche Stimme erhielt er von Fred Mayer, der ihn ganze 13 Mal sprach. Ihn hörten wir außerdem als den räudigen Fuchs in Pinocchio und John Astin in Simon und Simon und als Argus Filch in den Harry Potter Filmen. Tja, alle diejenigen, die sich sonst immer darüber beschweren, dass ich so viele Synchro-Infos bringe, werden bei diesem Beitrag wohl das halbe Video überspringen müssen. Ich kann nichts dafür. Antonio Margheriti übernahm unter dem Pseudonym Anthony M. Dawson die Regie des Streifens. Und wisst ihr, wer auch Anthony Dawson hieß? Das war der hier.
hat 1962 in einer kleinen englischen Produktion mitgespielt, die James Bond Jagd Dr. No hieß. Zufälle gibt's. Nun, wie bei all seinen anderen Filmen, so übernahm der Regisseur auch bei diesem die kompletten Spezialeffekte selbst, die größtenteils im Anschluss an die Dreharbeiten in Rom entstanden. Er hatte bis dato ebenfalls eine recht illustre Filmauswahl vorzuweisen, wie zum Beispiel Piranhas 2, Die Rache der Killerfische, Jäger der Apokalypse und Asphaltkannibalen. Er hätte sich wohl nicht träumen lassen, worauf er sich da eingelassen hatte, denn die Dreharbeiten verliefen alles andere als harmonisch. Wenn man mal davon absieht, dass es sicher kein Spaß war, etwa 100 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt, im philippinischen Dschungel bei 40 Grad feuchter Hitze und diverser Tropenkrankheiten, die Cast und Crew ereilten, einen Film zu drehen, musste sich der Regisseur auch noch mit einem cholerischen Klaus Kinski herumärgern, der sich über jeden Mist beschwerte und sich dabei ständig mit Louis Collins und Ernest Borgnine in die Haare bekam. Was bei letzterem wohl vor allem daran lag, dass der ihn im Golfen haut. Hoch überlegen war. Ja, und dann war da noch Lee Van Cleef. Seine Szenen mussten immer so früh wie möglich abgedreht werden, weil er am Nachmittag bereits zu betrunken gewesen ist, um seine Dialoge verständlich zu artikulieren. In einigen Szenen musste er sogar von Helfern gestützt werden, die dazu noch darauf achten mussten, nicht ins Bild zu geraten. Zum Glück unterstützte die philippinische Armee den Dreh mit ihrem Schutz vor Rebellen und mit Material sowie einigen ihrer Leute als Statisten. Ja, man könnte sagen, der Film war wohl eine ziemliche Herausforderung für alle. Obwohl Thomas Danneberg ihn heute noch als den schönsten Abenteuerurlaub seines Lebens bezeichnet. Oh, jetzt nicht! Die größte Hürde hatte der Streifen jedoch noch kurz vor seiner Veröffentlichung zu meistern. Den großen Bruch zwischen den Produzenten. Der Streit zwischen den beiden beruhte auf der Annahme Dietrichs, dass Kuyum Jan den Film verschleudern wolle, und so kaufte er ihm seinen Anteil an dem Streifen für eine unbekannte Summe wieder ab. Kuyum Jan behielt jedoch die Vertriebsrechte für Italien. Dieser Clou erwies sich für Dietrich als Glücksgriff, denn er verkaufte den Film daraufhin zu Spitzenpreisen in 75 Länder und konnte dadurch auch verkraften, dass er in Deutschland mit etwa 785.000 Zuschauern nur auf Platz 26 der Jahrescharts 1984 gelangte. Vielleicht lag dieser Umstand aber auch daran, dass die FSK den Film nur wenige Tage nach dem Start von 16 auf 18 Jahre heraufsetzte. Beinahe wäre der Film sogar auf dem Index gelandet, denn die FSK störte sich massivst daran, dass Manfred Lehmann in dem Film jedes Mal grinste, wenn er einen deftigen One-Liner brachte oder auch mal jemanden hops gingen ließ. So mussten in der geschnittenen Fassung mehrere Grinser von Lehmann weichen, damit der Film überhaupt eine Freigabe erhielt. Wie dem auch sei, der Film war für Dietrich ein finanzieller Erfolg und so wurde schnell ein Nachfolger mit dem Namen Kommando Leopard produziert, der wiederum mit Der Commander eine weitere Fortsetzung erhielt, die beide zum größten Teil den identischen Cast aufwiesen. Tja, und das war... Okay. Oh, Benji, ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir das Dach jetzt dicht haben und... Wir haben auch schon angefangen zu tapezieren. Und? Naja, die meisten Videos können wir wohl retten. Und wenn die Regale dann wieder aufgebaut sind, dann sollte bald alles wieder so sein wie vorher. Alles? Ach komm, ich tue doch alles, um es wieder gut zu machen. Dich habe ich doch auch ganz gut wieder hingekriegt, oder? Ganz gut wieder hingekriegt? Das nennst du ganz gut wieder hingekriegt? Naja, lenk wenigstens von deiner Wampe ab.